Zu einer Kurzintervention hält der Kollege Ströbele das Wort. Ja, Herr Präsident, ich habe festgestellt, dass der zuständige Minister heute offenbar nicht reden wird. Es ist Krieg in Afghanistan. Deutschland führt Krieg in Afghanistan. Gegen den Willen der deutschen Bevölkerung führt Deutschland Krieg in Afghanistan. Und der zuständige Minister leistet keinen Beitrag dazu, mit einem Bericht hier die Lage, die Kriegslage in Afghanistan darzulegen. Wie viel Tote gab es seit der letzten Befassung des Deutschen Bundestages im deutschen Bereich in Afghanistan? Wie häufig wurden die Kampfdrohnen eingesetzt, die im deutschen Gebiet seither installiert worden und stationiert worden sind? Wie geht es weiter? Welche Drohnen werden in Zukunft eingesetzt? Sie, Herr Minister, können es offenbar kaum erwarten, dass Deutschland auch über Kampfdrohnen verfügt und Sie die dort auch in Afghanistan einsetzen können. Ich erwarte, dass Sie dazu Stellung nehmen und dass Sie dazu Stellung nehmen, warum Sie vor einem Jahr noch erklärt haben, dass in Afghanistan auf Verhandlungen gesetzt wird. Jetzt redet keiner mehr von Verhandlungen. Sie reden nicht von Verhandlungen, niemand redet von Verhandlungen. Ohne Verhandlungen werden wir alle Ende des Jahres 2014 dastehen, wo wir heute stehen, wo wir vor zwei Jahren, vor fünf Jahren gestanden hätten. Es gibt dann zwei Möglichkeiten, die beide schrecklich sind, die beide schlimmer sind als die jetzige Situation. Entweder es gibt wieder einen fürchterlichen Bürgerkrieg in Afghanistan oder der Krieg wird verlängert, der NATO-Krieg dauernd an. Ich erwarte, Herr Minister, dass Sie zu all diesen Fragen hier im Parlament Stellung nehmen. Ich und die deutsche Bevölkerung erwarten das von Ihnen. Zu einer weiteren Kurzfrage.